So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn vor nicht allzu langer Zeit, was wahrscheinlich trotzdem schon lang her ist, hat mir der Fritz blöd, ich glaube es war der Fritz, also der Urinalbecken, man kennt ihn, Urinalbecken aka Fritz blöd, wenn ich mich recht entsinne, dass er es war, aber muss ja, dieses Bier geschickt. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht genial aus? Das können wir jetzt so. Das können wir so vielleicht fürs Thumbnail nehmen. Dieses Honigbier. Da müssen wir kurz stillhalten. Und was ich jetzt schon sehe, da ist einfach hier 25 Cent Pfand drauf. Das heißt, ich habe 50 Cent gewonnen. Richtig brutal. Das ist aber nicht einfach nur irgendein Bier. Das ist ganz besonderes Bier. Und das möchte ich jetzt heute mal testen. Erstens habt ihr einen richtig coolen Stöppel hier oben drauf. Der ist schön orange. Da ist hier so eine Hirschkuh drauf. Eine schöne orange Hirschkuh. Beziehungsweise ist die Hirschkuh ja eigentlich weiß. Und da steht Tomza 1968. Ne? Dann habt ihr hier oben diesen Schnörpfel drum, der auch sehr schön aussieht. Rezeptura Provaro Lomza. Dann steht hier Mio Dove. Und im Hintergrund nochmal Lomza. Ich wüsste nicht mal genau, wie das Bier an sich heißt. Ihr habt hier schön auf der Flasche, das ist hier so geblasen. Ja, ich weiß nicht, wie das da reinkommt. Also auf jeden Fall merkt ihr das, ihr seht das. Es sieht hochwertig aus, es sieht richtig edel aus, richtig brutal. Und dann habt ihr extra nochmal Rezeptura Provaro Lomza 1968, also von Lomza. Deswegen steht das ja auch fett hier drauf. Lomza C. Dodakt Kim Miodur und die Sorte Miodove, ne? Davon gibt es also bestimmt viele verschiedene Sorten oder mehreres. Das ist wie wenn da steht Sternburg und hier unten steht dann Radler. Sternburg, Radler oder Sternburg, Pilz oder Sternburg, Export. Denn das soll ein Honigbier sein. 500 Milliliter. Guck mal, sieht aus wie bei einem Geldschein. Das Prüfungssiegel, das ist alles hochkarätig, hochwertig. Das hätte auf jeden Fall beim Bier-Adventskalender bei mir 5 von 5 Sterne gekriegt fürs Etikett, weil das sieht frisch aus, das sieht jugendlich, das sieht spritzig aus. Das ist trotzdem edel, das ist gut gemacht, das ist glatt, das ist nicht so pappig. Und hinten drauf habt ihr alles. Nochmal, da müssten bestimmt auch irgendwo die Prozente stehen, wie viel es hat. Ich finde aber, oder warte mal, hier drüben. Bier-Mischgetränk Lomza Miodava Honig. Alkohol 5,7%. Pasteurisiert, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Brauer, Gersten, Honig 2%. Natur, Honigaroma, Hopfen. Also wir müssen extra auf diesen zusätzlich geklebten Zettel schauen, dass wir genau wissen, was da los ist. Diese zwei Biere hat der Fritz auch anderen Leuten aus der Community geschickt. Wir möchten jetzt das einmal aufmachen hier und dann mal gucken, wie das schmeckt. Das klang doch schon mal gut. Und es riecht wirklich einfach wie ein Glas Honig. Wir werden das jetzt mal einschenken hier. Ganz gemütlich das Glas auch schräg halten, dass das nicht so extrem schäumt. Wir werden versuchen, das Glas komplett voll zu machen. Nicht wie bei Chill mit Ramses, wo wir es immer extra von oben einschenken, dass das total laut ist und komplett schäumt und brutal aussieht. So. Das ist eingeschenkt, die Flasche ist leer. Wir haben das jetzt einmal hier drin und ihr seht schon, das ist auf jeden Fall eine kräftige Farbe. Nicht zu hell, nicht so extrem goldig, dafür aber irgendwie so fast schon bernsteinmäßig. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus, wenn ich es gegen das Licht halte. Schaum ist auch da. Ich würde für den Geruch 5 Punkte geben. Ich würde für die Farbe, weil die kräftig ist und trotzdem gleichzeitig klar 5 Punkte geben. Also wer den Bier-Adventskalender nicht kennt oder nicht gesehen hat, der kommt ja immer jedes Jahr am Ende. Da muss man ja immer Punkte 1 bis 5 geben auf Etikett, Schaum und Farbe, Geruch und Geschmack. Und jetzt wollen wir das Ganze auch mal probieren auf die dicken Glas hier. Auf die dicken MC Ramses und der ISRO hat ja das Gegenstück davon.
Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Du hast übelst diese Honignote im Mund. Du hast gleichzeitig aber diese Schaumbier-Konsistenz. Du merkst, du trinkst ein Bier, aber dir fehlt dieses Bittere. Du hast das Bittere ausgetauscht durch was Süßes, aber auch nicht zu süß. Es ist eine perfekte Kombination, finde ich. Hätte ich so jetzt nicht gedacht, wenn dann gerade mal 2% Honig drin sind. Vielleicht sollte man sich jetzt immer, wenn man sich ein Bier einschenkt, immer noch einen Löffel Honig mit reinmachen, dass es dann so schmeckt wie das. Aber ich glaube, wenn ihr das selber macht, wird das auf jeden Fall nicht so schmecken. Ich bin gerade begeistert. Ich würde sogar für den Geschmack 5 Punkte geben, weil normales Bier ist so oft so bitter und nicht so toll. Dann habt ihr andere Mischbiergetränke, die sind brechsüß, komplett und total künstlich. Das schmeckt aber wirklich irgendwie richtig natürlich, als wäre da einfach gesunder Bienenhonig drin. Und weiß ich nicht, die ganze Aufmachung, diese ganze Darbietung, ich habe das jetzt ewig hier rumstehen gehabt. Ich probiere das jetzt das erste Mal, ich habe das vorher nicht probiert. Das ist auf jeden Fall das beste Honigbier, was ich je getrunken habe. Es ist auch das erste Honigbier, aber auch das beste. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der anderen Flasche mache. Liebsten würde ich jetzt das Glas einfach austrinken, würde die andere Flasche auch noch reinfüllen und trinken, aber das muss ich mir mal aufheben. Muss ich vielleicht trotzdem mal, wenn ich in Hessberg bin bei meiner Mutter und mein Onkel da ist und meine Tante, dass ich das mal aufmache und dass ich die auch mal probieren lasse, dass sie das auch alle mal testen, weil ich habe ja nur noch diese eine Flasche. Und ja, meine Tante trinkt gerne mal ein Bier und mein Onkel, meine Mutter, wenn ich die nötige dazu hier probiere, mal macht die das auch. Ist also bestens aufgehoben. Das werde ich mit in die Familie nehmen. Das werde ich dann also zu Hause nochmal den anderen geben, weil ich das total interessant finde. Mal gucken, ob die das kennen oder ob die schon mal sowas Ähnliches gesehen haben, ob die Honigbier kennen. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Dankeschön, Urinalbecken. Grüße gehen raus an Fritz Blöd, ne, für das tolle Bier und dieses tolle Erlebnis. Und die das auch gekriegt haben, ich glaube Biashanga, Shenaya oder so, die haben, glaube ich, eine Flasche bekommen. Wenn ihr das schon getrunken habt, wenn ihr das getestet habt, schreibt mal rein, wie ihr das findet, wie es euch geschmeckt hat. Und natürlich an den Rest, der es vielleicht sowieso kennt und das regelmäßig trinkt, schreibt es mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh, mein Bauch.